Herzlich willkommen in der Gärtnerei Scherngel. Da wir unseren Chef am Ende vom letzten Video schon eingewintert haben, bin ich heute an der Reihe mit einem Beitrag aus der Adventsfloristik. 1,5 Wochen sind es noch bis zum ersten Advent und es kommt die Zeit, in der man es sich gerne in den eigenen vier Wänden gemütlich macht und mit weihnachtlichen Dekorationen eine stimmungsvolle Atmosphäre schafft. Ich möchte euch heute eine Möglichkeit für einen weihnachtlichen Türschmuck zeigen. Und zwar keinen klassischen Türkranz, sondern diese längliche Variante. Ich binde mir einen länglichen Zopf aus dem Zirmgras und dem Gestrüpp des Kreisenkrautes, Calocephalus. Als Bindehilfsmittel nehme ich grünen Wickeldraht und als Unterlage entweder einen Holzstab oder wie hier einfach ein Stück Stangendraht. Ich befestige den Wickeldraht an der Unterlage. Jetzt beginne ich, die Zirbe büschelweise anzulegen und einmal, zweimal mit dem Wickeldraht zu befestigen. Das nächste Büschel Zirbe kommt schuppenartig darüber und wird wieder mit dem Wickeldraht befestigt. Wichtig ist dabei eine bestimmte Festigkeit, dass sich am Ende vom Türschmuck nichts lösen kann. Dass in der Mitte ein silberner Streifen entsteht, lege ich das Kreisenkraut büschelartig mittig an, sodass links und rechts die grünen Spitzen der Zirbe hervorragen. Auf diese Weise entsteht ein Zopf, der an sich schon recht interessant ausschaut und den ich jetzt nach Belieben noch weiterverarbeiten und schmücken kann. Ich habe mich für Bänder in 2 verschiedenen Grüntönen, einmal glatt, einmal kariert und einem transparenten Weiß entschieden. Diese befestige ich am unteren Ende des Zopfes. Darauf setze ich einen Birkenstern. Da nehme ich die Heißklebe zur Hilfe. Mein Türschmuck soll recht schlicht und natürlich werden. Diese natürliche Note soll die Baumwolle noch unterstreichen. Diese befestige ich mit der Heißklebe am oberen Ende des Zopfes. Einen Akzent setze ich mit so einem schönen Fichtenzapfen. Diesen platziere ich bewusst nicht mittig, sondern eher im unteren Drittel, weil dann das Gesamtbild für das Auge interessanter aussieht. Für den besonderen Glanz veredle ich den Fichtenzapfen noch mit ein wenig Blattsilber. Dazu trage ich einfach ein wenig Sprühkleber auf die gewünschte Stelle auf. Dann kommt vorsichtig das Blattsilber darüber. Dieses kann ich noch ein wenig bearbeiten und verteilen und noch einmal mit dem Sprühkleber fixieren. Fertig ist unser weihnachtlicher Türschmuck. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren, wünsche viel Spaß beim Dekorieren und würde mich über einen Besuch in unserer weihnachtlich geschmückten Gärtnerei freuen. Und wenn ihr das nächste Mal bei uns vorbeischaut, dann kommt schon das Christkind.